Moin, ihr Bagaluten! Weiteren... Oder so. Lol. Bei einem weiteren Fail in dieser Runde. Gut, also weitere Runde Wump mit Kühnhub und Puma und Buggy und Yellow Snow. Genau, nee, jetzt haben wir ja auch den Buggy hier jetzt auch mal so richtig mit drin, ne? Buggy ist dabei, im Team. Ja, genau, haben wir schon. Buggy und Yellow Snow. Es ist echt so eine große Ehre für mich, so ein bisschen. Wir werden Fame. Die sind Fame und die Fame-Leute sind hier auf dem TS. Das ist schon ganz schön Fame, könnte ich sagen. wir machen das jetzt so, in dieser Folge machen wir jetzt quasi wieder, machen wir jetzt mal zwei kleine Maps im Singleplayer und gehen dann wieder in den Multiplayer. Aber das ist Folge 5 und hier gibt es bei mir diesmal wieder etwas zu gewinnen, indem ihr halt quasi sagt, warum genau du es verdient hast, den Rump Closed Beta CD Key Gedöns haben zu sollen. Mit einem gewissen Wort in der Argumentation, welches später kommt. Aber. Und zwar beim Kühnhub am Kanal und nicht beim Twitter. Das war letzte Folge. Richtig, genau. Aber wir haben danach insgesamt noch 3 Keys zu vergeben. Und zwar, 2 gibt es bei mir, oder gab es jetzt bei mir, wenn diese Folge rauskam, gab es das. War schon. Richtig, das war schon. Leute aus der Zukunft, wie ist das Wetter? Ich hab's gedacht. Wie ist das Wetter bei euch? Leute aus der Zukunft. Quasi, ich sag es nochmal, am Montag quasi ist mein Livestream gewesen, da habe ich 2 rausgehauen. Und am Dienstag, glaube ich, habe ich richtig verstanden, haut der Phil das raus. Wir machen das professionell und zwar machen wir das so, dass es was bringt, wenn man es jetzt was sagt. Und zwar streamen wir zwar schon die ganze Woche jetzt, Wump, aber wir bringen den Key, den zu veröffentlichen auf unserem Kanal, auf dem Stream, nächsten Montag, und zwar ist das dann der 9.11. Also da quasi eine Woche nach meinem. Also ihr habt dann immer noch die Chance, einen abzugreifen. Das ist ganz schön geil. Aber bevor wir jetzt wirklich lange sabbeln, wir spielen jetzt mal die Map Crispy Kane. Ich habe sie noch gar nicht gespielt. Auf Platz 1 ist gerade der Bio Tycoon, aber auf Platz 2 ist Yellow Snow. Und ich glaube, dass dem Bundle das gar nicht gefällt. Ja, Yellow Snow ist schon auf Platz 1. Da haben sie gerade schon hochgecheatet. Oh! Und ich glaube, dem Buggy gefällt das gar nicht, ne? Hacks sind aus. Gut, ich krieg mal auf Play. Ja, wir sind dabei. Play ist late. Oh. Und man muss bedenken, die Map kennen wir noch gar nicht. Also nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich sammle einfach mal beide. Und ich bin tot. Du bist tot. Ah, ich hab gleich eine Map vergessen. Muss man alle einsammeln oder? Ja, alle. Ah. Geh dann hier Serious? Rüber. Jetzt? Da. Das ist krass. Aber ich weiß nicht, wo du die 3 Sekunden herholst, Yellow Snow. Mir fehlen uns die 3 Sekunden. Die ist gar nicht so einfach. Aber wahrscheinlich zwischen der ersten und der zweiten Münze. Ich sehe den Aufzug nicht, ich bin dumm. Oh, ist ja so, als ob ich das Problem irgendwie kenne. Ich sehe den nicht. Den Aufzug nicht zu sehen. Ich sehe den nicht, wo ist der denn? Hallo. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll hier. Ja, ich hä? Das ist eine der neuen Maps, das muss man auch mal, ne, eingestehen. Nee, also ich bin mir am Anfang jetzt zurückgelaufen. Ich finde den Aufzug nicht. Jo, vor allem, dass du schon alle hast. Ich hab die noch gar nicht. Ich gar nicht, ich hab 15, aber ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Ich hab jetzt auch 15. Ich bin hier einfach etwas vergessen. Oh. Ah, dann darüber. Okay. Und wie er wackelt. Er wackelt wieder mit dem Arsch, wie die kleine behinderte Ente, die er einfach ist. Okay, jetzt habe ich die beide ein, dann die Treppe hoch. So, lieber Buggy, du bist ja gerade auch noch am Livestream. Erzähl mal, wenn du so ein Noob-Gelaber hörst, wie das gerade von uns ist, was denkst du? Schlecht. Ihr seid mega die Noobs, ja? Also das geht gar nicht. Ich guck gerade, es ist tatsächlich der Bungle, der das sagt. Bitte? Oh, ich hab den perfekten Weg gefunden, Yellowsnow. Alter, ich check's nicht. Oh, den perfekten Weg habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Ich bin drin und auf Platz 11. Und wer ist auf 10? Also ich nehme die Reihenfolge, die man soll. Siehst du mal, bin ich besser als du. Weiß nicht, welche Reihenfolge. Ohohoho, Kollege! Challenge accept! Ja, siehst du mal. Ah, einen Cut habe ich schon mal entdeckt, den man nehmen kann. Ich laufe halt einmal quer über die ganze Map, um die letzten 2 Münzen einzusammeln. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Tendenziell. Würde ich ebenso behaupten. Gerade eben war es schneller. Hey, mir fehlt eine Münze. Ich renne halt einmal komplett hier so wieder zurück, quasi. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Fuck, 7 fehlen wieder. Pass auf, ich sammle die ein und die. Oh, ich bin tot. Schade. Treppe hoch. So, und jetzt renne ich hier einmal im Kreis.
Money. Ah, ich bin am Anfang total blöd gelaufen. Check das nicht. Ich bin genau falsch rum am Anfang gelaufen. Ah. Ja, ich glaube, ich kann auch immer falsch rum, aber ich weiß es nicht genau. Fuck, ey. Also ich renne am Anfang die Treppen hoch, ist ja auf jeden Fall richtig, ne? Ja, das habe ich gerade eben entdeckt. Okay, gut. Und dann? Da ist das Ziel, ne? Oder? Ah ne, dann renne ich zuerst mal. Sweet. Ach, scheiße! Ich probiere es mal einfach andersrum. Zitangelf, du bist eine Sekunde schneller als ich. Yeah. Lieber Phil, so, forget it. Oh yeah. Elos, wo springst du denn am Anfang lang? Aha. Rechts runter. Nehme ich die schon mit, dann kann ich schräg schnell darüber springen. An die drei außen. Ah, hier war ich schon mal, shit. Schräg? Du gehst nicht gerade? Wie gerade? Gerade rüber hüpfen? Schornstein runter oder was? Wo meinst du? Wow, warte. Warte, ich gehe die Treppen hoch. Ah, verdammt, ich also eins. Hinter dem Schornstein nehme ich noch die Münze mit und renne direkt rechts runter auf die Plattform. Nicht sicher, ob das muss. Also ja, ich dann, laufe dann? Quasi, ne, ich hole mir jetzt quasi die ersten beiden einmal. Laufe ja geradeaus weiter, dann links die Treppe nimmst hoch. Nimmst die Münze und springst dann links hoch auf die Plattform. Die Treppen nehmen dauert zu lang. Oh. Ja, und dann Schornstein dann laufe rechts, falle rechts runter und laufe dann geradeaus. Quasi dann einmal über, uah. Ja, scheiße, das war falsch. Du musst nicht rechts runter, du kannst auch geradeaus direkt rüber springen. Weil die Münze nimmst du ja auf dem Weg zum Ziel. Okay. Du weißt, was ich meine. Genau, ja, weiß ich. Die Münze, die man vom Booster beim schräg rüberspringen einsammelt, müsst ihr auch nicht mitnehmen. Könnt ihr auch im Booster kriegen. Über die lange. Der Länge. Ist ja Booster, ich habe hier keinen Booster. Mhm. Doch, hier ist einer. Warte, bin ich dumm? Ja. Okay. Entschuldigung, es kam ganz spontan raus. Ich habe noch keine Booster hier gesehen. Da ist exakt ein Booster. Und da musst du die erste. Da musst du eine von den beiden Münzen nicht einsammeln. Okay, du, bin gespannt. Sag mir nicht, du bist die ganze Zeit zurückgelaufen. Weiß nicht, ja, klar. Dick. Ich hab den Booster benutzt und er war trotzdem schneller als ich. Da hinten, ach, den haben wir noch gar nicht gesehen. Ich hief mit an. Oh, das ist ein ganz schön harter Weg, ein ganz schön langer Weg, den man sich so merken muss, ne? Ja. Ja, ja, der ist nicht ohne. Aber ihr habt ja auch keine Musik auf der Map, ne? Was haben wir? Ton aus. Oh, also ich habe hier keine Musik auf der Map. Nee, sag Musik habe ich auch nicht. Nee, nee. So, 17, 18, Ziel. Und da bin ich direkt mal auf Platz 6. Okay. Da fehlen noch 5 Sekunden. Alter, ihr habt das denn gemacht. Okay, ich würde sagen, wir machen noch 2 Versuche. Bin ich vorne jetzt. Bin ich noch langsamer? Ja, ja. Erster Versuch. Genau, einmal hier so. Ah, oh, fuck. Aber eine. Einen Kein habe ich übersehen. Aha. Ah! Sweet! Ist sweet! Er ist wieder dabei, so nice! So, Phil, jetzt aber in der Runde hab ich dich! Bist du gespannt? Ja, hab ich! Was? Aber Puma ist noch besser! 2 Sekunden noch besser! 2,5 Sekunden! Puma, ja, sag gar nichts! Ich bin hochkonzentriert hier! Ich merke das! Noch mal nice! Also. So, okay. Aber ich habe ein Problem mit dem Booster, das ist mein Problem. Gehen wir in die nächste Map? Warte, ich hab dich jetzt gleich wieder zurück. Sehr gern. Welche Map hättest du denn gern? Yes! Ich bin auf Platz 6 wieder vor dir. Und zwar. Oh mit Mann! 267 Hundertstel Vorsprung. Ah, shit. Ich hab da ein Problem mit dem Booster. Wenn ich in den Booster springe, lande ich nie auf dem Zwischenblock, sage ich jetzt mal da. Doch, ich weißt schon, du, wo ich meine? Immer. Ich nicht. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir machen mal die nächste Map. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ich auch nicht. Ich klicke auf Next. Das, die wird schwer. Die nein, nicht Map. Also Next oder was? Empire Rage Building? Einfach Next. Okay, dann mache ich die auch. Okay, die dauert, ne? Welche ist denn da? Ach du Scheiße, ich weiß, welche das ist. Die kenne ich ganz genau, die Map. Die verdient ihren Namen. Ja, die ist nicht ohne. Aber ich kenne den Weg, glaube ich, noch. Ah, man darf aber nicht vergessen, dass die Sprünge sich verändert haben. Oh ja, ich merke es gerade, ja. Wie die Sprünge haben sich verändert? Der Booster ist ja anders. Part angesprochene Booster-Trick geht nicht mehr.
Kugel ist dir auch schon aufgefallen, oder? Ja. Danke für den Nein, Ball. Ich bin kaputt. Hey, das war lange, die Map, ne? Meine zweite Rump-Folge. Mit ja, dem genau. Titel, die schlechtesten Witze aller Zeiten. Möchtest du da anknüpfen? Ja. Nein, fuck, ey. Diese scheiß ich glaube, ich möchte daran nicht anknüpfen. Nice. Also oben auf dem Dings ist ja noch einfach drauf. Dann springe ich da runter so, dann ist schon kacke. Ich warte immer noch auf diese Map als Hardcore. Ja, ey, das ist übel. Oh yeah. Oder Moment, Moment, Moment. Einen Witz kriege ich, glaube ich, sogar noch zusammen. Soll ich den Witz mal erzählen? Ich bin gespannt. Ja, bitte. Fuck. Das hat auch ein bisschen quasi hier mit Rump zu tun. Das ist ja so witzig daran. Der kleine Timmy ist nur ein Kopf. Keine Arme, keine Beine, kein Körper, nur ein Kopf. Und es ist Weihnachten. Der kleine Timmy am Weihnachtsabend sagt zu seinem Vater, Papa, 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 darf ich bitte schon meine Geschenke aufmachen? Aber nein, Timmy, es ist noch nicht Heiligabend. Eine Stunde später, Papa, 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 darf ich die jetzt aufmachen? Na gut, Timmy. Und klein Timmy rollt mit seinem Kopf von dem Sofa, knallt auf den Boden, rollt zum Weihnachtsbaum, macht mit den Zähnen das Geschenk auf. Oh nein, schon wieder eine Mütze. Denk ich nicht. Ja, was willst du dem denn schenken? Was willst du denn dem Kopf schenken? So ein cooles Cappy hier. Ein Cape. Es ist immer eine Mütze! Und jetzt macht er bei mir diese Double Jumps nicht. Der war irgendwie flach. Die schlechtesten Witze aller Zeiten. Der war aber wirklich. Aha. Das war einer der Top. Der Top schlechtesten, glaube ich. Ja. Der war so lame. Wie war. Warte mal, wie war das? Was ist blau und liegt auf dem Grund vom Pool? Wow. Ein ertrunkenes Kind. Ja, wow. Das ist genau das gleiche wie. Was ist. Grün und wird rot im Mixer oder sowas ähnliches. Wie ging der nochmal? Was für ein Mixer? Ja, der ist grün und dann rot. Ja, oder ohne, ja. Das ist schon so schlecht, dass ich nicht richtig erzählen kann. Also irgendwie nimmt er teilweise meine Double Jumps hier nicht mehr. Also irgendwie schaffe ich die Map nicht. Aha. Ich gerade auch nicht. Willkommen im Club. Willkommen im Club, der Dumme. Dritte Mal beim letzten Sprung, mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Ich nehme halt die Noob-Variante gerade, ne? Also die ganz normale mit überall drauf springen und Money. Hauptsache mal ins Ziel kommen. Oh, zweiter Buggle natürlich vorhin. Fuck, hingelegt. Ey, immer die. Oh. Oh, yeah. Also, das gibt schon keine mit Multiplayer, wenn wir jetzt so weitermachen. Nee, ich merk das schon. Ich will wenigstens einmal jetzt hier ins Ziel kommen. Das ist doch nicht ich schwer. Auch. Fuck, ey. Das reicht mir dann auch. Ja, ja. Hab doch einmal zum Ziel sein. Aber ich krieg's halt nicht hin. Also wird das eine XXL-Folge. Da war gerade so ein kleines fliegender Container im Weg. Nein! Ich bin Kapheister gegangen schon wieder. So, kaputt gemacht. Eine XXL-Folge, meinst du? Nee, keine XXL-Folge, Quatsch. Wow. Ey, ich rät's hier einfach kurz durch. Oh, ruckel! Also ich merk schon, bei euch läuft das ja anscheinend richtig gut, ne, das Spiel? Ja. Ich hab hier tatsächlich so ein bisschen am Frame-Einbuße, ich merk das schon. Weiß nicht, nee, ich nicht. Also, um mal klarzustellen, also wir spielen auf Epic. Fuck! Ja gut, aber ich nehme ja auch noch nebenbei auf, das muss man ja sagen, ne? Ich gehe wieder hoch einfach, ist mir scheißegal. Hänge mich gerade an den Fenstern wieder hoch. Ich war kurz davor gerade, habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf. Ich muss ja auch eine bessere Zeit als Phil hinkriegen, das ist mein einziger Anspruch. Nee, ich will einmal jetzt ins Ziel kommen, bitte. Gott, ich bin im Ziel als Letzter. Gerade egal, was hier passiert. Das Letzter? Ich will gleich Letzter sein, Junge. Bin ich gespannt, ob du das schlagen kannst. So, dann da drauf war das. Und jetzt muss ich da hoch. Auf den Baum. Darüber. Yay. Darauf. Hopp, hopp. Und ins Ziel. Und ich bin Letzter. Also sehe ich so das richtig hier, dass oh nein. Du hast es echt geschafft. Hier, das Buggle und Yellow Snow. Also ihr guckt tatsächlich, wo ihr wirklich nur einen einfachen Jump und wo ihr einen Double Jump machen müsst, ne? Ihr guckt natürlich da richtig nach. Natürlich. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, echt so dieser Grad, wo man sagt, so, okay, an dieser Stelle darf man sich pro schimpfen. Wenn man wirklich auch das so erreicht hat, dass man das machen muss. Und das gehört auch zu den Basics. Danach kommt der Punkt, dass ihr Münzen anschneidet und versucht, am äußersten Frame zu erreichen. Da wird es erst schlimm. Das ist etwas, wo ich jetzt als Normalverbraucher, könnte ich jetzt mal sagen, das weiß nicht, für
Ich find's cool, aber ich weiß genau, dass ich da verkacken würde. Ich hab einen Bug gefunden. Oh, by the way, ich hab grad nochmal den Rekord verbessert. Oh, echt? Nein! Nein! Oh. Diese Map hat echt... macht dem Namen alle Ehre wert, ne? Es ist so verbuggt, das Spiel. Dafür ist es eine Beta. Ich stehe auf unsichtbaren Plattformen, die waren in der Version davor noch nicht da. Ja. Durch eine Münze durch. Ich bin gerade in den Booster gesprungen. Ja, was denn? Und warst du schon im Ziel? Nee. Mach doch mal jetzt. Ich bin noch dabei. Was glaubst du, was ich denn versuche hier? Kaffee sich kochen? Mal anstrengen. Loop mal nicht so viel rum. Luche nicht. Ich meine, ich war auch schon beim Ziel, aber das war kacke. Oh Gott. Ich will einmal noch vernünftig. Ich war kacke und wird nicht besser. Ich weiß halt nicht mehr genau, wo ich überall was auslassen kann. Hier kann ich durchlaufen. Oh fuck. Hey, das hat nicht gemacht. Ich muss ganz normal den Weg laufen, ey. Tütern? Ja. Die Web macht deinen Namen die Ehre, ne? Ja. Das ist schlimm. Oh Gott. Wow. Ja, die Map, ey. Als ob ich einfach zu weit springe, das ist doch scheiße. Ich glaube, ich hab's gleich, ich bin gleich drin. Meinst du? Wahrscheinlich. Bin auf dieser grünen Plattform und im Aufzug. Und? Yes. 10 Sekunden schlechter als du. Echt? Ich war schon schlecht. Ich komm nie ins Ziel. Aber wenn ich vor Kuno bin, ist mir das egal. Aber ich hab diesmal das Ziel gefunden. Bin der Sieger der Herzen. Oh ja, Sieger der Herzen. So, machen wir noch eine 5-Minuten-Runde hier schön für den anderen Stuff. Reicht mir, dass ich vor dir bin. Das ist okay. Eine 5-Minuten-Runde. Alles klar. Eine 5-Minuten-Runde. Wir klicken auf Multiplayer und gucken auf Unranked. Unranked. Und Ranket. Ich finde auch das Bild so niedlich. Guckt euch das mal an. Ja, das ist total cool. So ein Schnellerchen. Die würden sich umarmen, wenn sie könnten. Aber sie können es nicht, weil sie keine Arme haben. Geht nicht. Du bist offen? Du bist offen. Ja, ist offen. Tatsächlich. Hauptsache, wir sind derzeit, glaube ich, die Einzigen, die spielen. Weil wir nie einen anderen offenen Server. Ich glaube auch, ey. Vielleicht sind die auch einfach nur zu voll. Nee. Aber du siehst ja nie einen anderen außer uns. Weil wir so schön sind, so geil und trocken. Guck mal, Kynub ist hier ganz oben, das gehört sich auch so. Stumpfi! Ich bin ganz oben. Ich glaube, wir sind selber immer ganz oben, oder? Puma hat einen super Ping eigentlich. Oh, ich hab gerade einen ganz schön bescheidenen. Ja, ich hab's. Guck mal hier, 75. Der wird auch immer schlechter! Ja, kriegst du einen ab. Boots, Bitch Slap. Wo bist du? Ja. Zwei Kilo, mein Gedanke. Ja, genau. Oh. Dann kann man hämmern. Jeder wie es verdient. Platz 1! Nice, Bugge. Als ob du mich da einfach in den Dreck schlatterst. Seit wann kann man Bomben wegschlagen? Aber das? Jeder wie es verdient. Ich fange lieber mit dem Gesicht und jetzt sehe ich hier, dass ich 2 zurückkomme. Was? Hilfe, ich glaube, ich werde verfolgt. Ich glaube, ich habe einen Stalker hinter mir. Ja. Oh Mann, diese scheiß Stalker jedes Mal. Wo bist du? Obwohl, was sagt ihr eigentlich? Nur mal so wozu? Ganz blöd, mal so ein bisschen. Au! Inhalt. Danke, ich bin auch genau reingelaufen. Ist Stalken eine Art von Kompliment oder eher nicht? Nee, wirklich mal ganz ehrlich. In gewisser Weise schon, aber. Ist halt nicht so toll, ne? Nein. Naja, was ist das Schlimme? Stell dir mal vor, was ist das Schlimmste, was ein Stalker bei dir machen könnte? Vor meinem Fenster stehen. Und was sollte sie dann tun? Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich eine sie dann sein wird. Was die Stalkerin dann tun sollte? Ja, die steht vor deinem Fenster und? Ja, dann klopft sie. Und dann? Ja, das finde ich schlimm. Wenn sie klopft, soll sie lieber die Klinge benutzen. Nutz die Klinge, bitte. Ja, lass genau. Mich. Also, ich muss ja sagen, ich habe ja tatsächlich mal eine Stalkerin gehabt. Eine Ex-Freundin von mir. Ja, ja. Und es ging halt erstmal damit los, dass sie quasi bei mir tatsächlich auch Blumen hinterlegt hat und alles. Und dass sie auch immer geklopft bzw. angerufen und SMS geschickt hat.
Nur dann ging es so ein bisschen los. Dann hat sie ihren großen Bruder, welcher halt ein früherer bekannter Schläger bei uns im Ort war, quasi gesagt, dass ich ihr irgendwelche fiesen SMS schicken würde, was halt überhaupt nicht stimmt, und er mich dann halt so ein bisschen bedroht hat, bis ich das dann mal klargestellt habe. Gott sei Dank war das ein Mensch, mit dem man reden konnte, trotzdem noch. Naja, aber dann ging es halt los, sie hat dann halt immer, weiß nicht, mein Auto bespuckt. Ja gut, das ist dann schon... Dann hat's geregnet und dann war's weg. Also das war jetzt nicht so das Ding. Ja, aber trotzdem. Ach fuck, bleibt ja am Zaun hängen. Ich meine, ich wohne in der ersten Etage, wenn die bei mir am Fenster stehen, ist eine Leistung. Also da würde ich schon applaudieren für. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja gut, aber es ist halt... Stalken ist ja... Wenn du... Du musst ja unterscheiden zwischen Stalken und diesem quasi... Diesem... Du hast eine Seite Fanboy und andere Seite so... Dieses Liebe-Ding, also dieses, ich finde den toll, man muss den... Und das Sorgen ist ja erst, wenn es für den anderen unangenehm wird. Naja, ist es wirklich die Sache, dass es quasi erst das Opfer sagt, so von wegen, okay, ich finde das jetzt scheiße, ja, und deswegen ist es eine Straftat? Ich meine, wie wäre es das denn dann rein theoretisch mit Mobben? Muss erst das Opfer sagen, ich finde das doof, damit der Mobber quasi, ja, als Mobber dasteht, oder? Ja, ist schwierig, ne? Es ist eine Frage, es ist wirklich eine Frage. Und natürlich, also es ist eine Straftat, das ist klar. Leute, Jungs und Mädels, lasst das. Und wenn, dann nutzt die Klingel. Und esst niemals gelben Schnee, das haben wir auch gelernt. Ah, das wo wir ihn gerade sehen. Benutzt die Klingel. Benutzt die Klingel, esst niemals gelben Schnee. Aber, ja, was haben wir gelernt? Benutzt die es Klingel. Ist tatsächlich eine Straftat, lasst es. Aber die Frage ist tatsächlich, wo hört's an? Wo fängt's an, wo hört's auf? Wo hört es, weg dich. Alter, das ist voll weg. Ja, es ist halt schwierig, ne? Und es ist tatsächlich eine Frage. Aber das ist auch eine Sache. Schreibt das doch mal bei Zytan in die Kommentare. Macht das doch mal. Nicht bei mir. Bitte nicht bei mir reinschreiben, sondern bei Zytan. Ich brauche Kommentare. Nein, Quatsch. Nee, aber es ist wirklich eine interessante Diskussion. Also das wäre etwas, ich würde mich gerne mit dann unterhalten. Also ich würde mich dann damit einklinken. Wenn ein paar Leute bei dir schon schreiben, klinke ich mich mit ein. Das ist auch gar nicht so einfach zu beschreiben. Also wann, was ist Stalking und wann fängt es an? Richtig. Und wo wir gerade beim Stalking sind, es gibt noch Keys zu gewinnen. Und zwar ist das heutige Wort. BSE-Schleuder. Alles klar. Rumpf, die Kuh, BSE-Schleuder. Ja, hat einen Zusammenhang. Also... Warum hast du es verdient, von mir einen Key zu bekommen? Das bitte unter meinem Video, unter dieses Video hier. Unter Kühnoobs Video. Auf meinem Kanal, genau, bei Kühnoob, bei dem lieben Andi. Oh, nice. Oder unlieben Andi. Ich bin immerhin nicht im Minusbereich. Richtig. Also, yo, wenn ihr die Diskussion joinen wollt, was ist Stalking Grab und ab wann fängt es an, bei Zytern schreiben in die Kommentare. Und wenn ihr einen Wump Key gewinnen wollt, dann schreibt, warum genau ihr den gewinnen solltet. Und mit dem Keyword... Ja, nee, das sage ich nicht mehr. Das war eben gerade irgendwo in diesem Video schon für die Leute, die jetzt gerade hier hingescrollt haben. Ja, er hat aufgefasst. Sehr gut. Ja, schön. Sehr gut. Alles klar, wie gesagt, lasst euch nicht zu lange Zeit damit. Schreibt da rein und ich gucke, je nachdem, wie es passt. Das wird dann quasi der vorletzte Key sein, den man gewinnen kann. Den nächsten Key kann man jetzt am kommenden Montag, das ist der 9. Bei dem Zytan Geth, dem Phil und dem Puma im Stream gewinnen. Das wird der letzte sein. Also Leute, aufgepasst und mitmachen. Genau, so ist das. Dann danken wir fürs Zuschauen und sagen... Winke, winke! Tschüss mit Öl! Und tschüss, ciao! Winke, winke, ciao und tschüss heißt es. Mann, ihr lernt es noch nicht!